Speiseröle sind nicht einfach Speiseöle. Schauen wir uns die Sache ein bisschen genauer an. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Treten Sie ein in die Gefilde da, wo Speiseöle fließt. So, nun hier haben wir die beiden Ölmühlen. Das ist die große, das ist die kleine. Gewisse Sachen kann man auf der großen Mühle machen und läuft da besser als auf der kleinen. Gewisse Sachen gehen auf der kleinen Mühle besser als auf der großen. Das ist dann der Entscheid des Ölmüllers oder eben der Ölmüllerin, wie sie dann das entscheidet, es zu tun. Hier läuft jetzt gerade Schweizer Leimdotter. Saatgut geht hier oben in die Mühle rein. Hier unten wird es gepresst und dann läuft hier das Öl ganz langsam raus. Hier vorne sehen wir den Presskuchen, was für uns der Abfall ist aus der Ölproduktion. Hier auf der großen Mühle pressen wir gerade Erdmandeln. Ein sehr exklusives Öl sozusagen, weil das Saatgut enthält leider nur sehr wenig Öl. Es ist ein sehr schmackhaftes Öl, leicht butterähnlich im Geschmack. Man sieht auch hier unten, es tröpfelt nur ganz wenig raus. Das Öl ist auch gesundheitlich sehr wertvoll. Viele Informationen darüber haben wir auch hier in unserem Buch beschrieben. Damit wir das Öl in Rohkostqualität haben, haben wir da unten einen Wasserkühler. Dieser Wasserkühler über diese Schläuche kühlt es hier den Presszylinder. Das ist der Presszylinder von hier bis nach vorne. Und die Temperatur von der Bremse beträgt jetzt 123 Grad. Nun, das muss bis nach hinten gekühlt werden, dass sich diese Temperatur nicht auf den Zylinder überträgt und auch, dass es keine Druck- und Reibungswärme entstehen kann. Wichtig ist auch, da gibt es immer wieder kleine Dämpfe von dem Zeug und das saugen wir dann hiermit ab. Somit sind wir im Pressbereich von Rohkostqualität weit unter 40 Grad. Wir pressen zwischen 26 und 36 Grad. Je nach Saat verändert das ein bisschen. So, da haben wir jetzt das Tageslager. Wir pressen ausschließlich aus Biosaatgut. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Bio-Kokosraspel Medium in Rohkostqualität oder Rohkost. Diese Kokosraspel werden bei 40 Grad getrocknet und dann per Kühlcontainer nach Europa verschifft. So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wir gehen mal schnell in die Chemie. Nein, keine Angst. Nur schnell aufzuzeigen, was ist überhaupt eine Fettsäure? Hier haben wir zum Beispiel eine gesättigte Fettsäure. Das ist das Schemata, das wir haben, um zu sehen, was das überhaupt ist. Wir haben hier Kohlenstoffatome aneinandergereiht mit einfacher Bindung. Und die einfache Bindung, die bringt es so weit, dass eben an den Kohlenstoffatomen normalerweise zwei Wasserstoffatome, also Hydrogenium, angehängt ist, mit Ausnahme am Anfang und am Schluss. Normalerweise bestehen die gesättigten Triglyceriden, wie man sie in der Kokosnuss hat zum Beispiel, aus zwischen 8 und 24 Atomen. Das heißt, eine Caprilsäure zum Beispiel, die hat 8 Atome so zusammengehängt und eine Laurinsäure, die hat zum Beispiel 12 solche C an sich angehängt, aber wir sehen, es ist jedes Mal eine Einfachbindung und weil wir oben und unten an jedem einen Wasserstoff angehängt haben, deshalb ist es eine gesättigte Fettsäure. Und nun eine einfach ungesättigte Fettsäure.
diese einfach ungesättigte Fettsäure, da sehen wir, da haben wir einmal eine Doppelbindung. Diese Doppelbindung verhindert es, dass wir hier auf beiden Seiten Hydrogenium angehängt haben, weil hier ist eine Überschussenergie absorbiert. Das heißt, es ist für diese Kohlenstoffatome nicht mehr möglich, hier noch ein zweites Hydrogenium oder Wasserstoffatom anzuhängen. Deshalb haben wir hier eine Lücke und das ist eine einfach ungesättigte Fettsäure. Das heißt, sie ist nicht gesättigt mit Wasserstoffatomen. Gut, und jetzt haben wir hier eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Eine mehrfach ungesättigte Fettsäure hat eben mehrfach Doppelbindungen hier drin. Wir haben es jetzt der Einfachheit halber nicht so weit noch auseinandergezogen. Aber da sehen wir, hier haben wir bei den Doppelbindungen kein zweites Wasserstoffatom angehängt. Also wir haben eine recht große Lücke hier drin. Das ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure und diese mehrfach ungesättigte Fettsäure, wie es zum Beispiel eine Alpha-Linolensäure bedeutet, da haben wir die Gefahr, dass wir eben hier Oxygenium oder eben Sauerstoffatome angehängt haben hier. Wenn das hier mit Sauerstoff besetzt wird, dann gibt es eine sogenannte, das Wort sagt es ja schon, Oxidation. Und die Oxidation nennt man in den Fettsäuren eben eine Ranzigwerdung. Nun, wenn wir von hinten her gezählt an dritter Stelle eine Doppelbindung haben, nennt man das Omega-3, Omega der letzte Buchstabe im Alphabet im Griechischen. Dann haben wir eine Omega-3-Fettsäure, was natürlich nichts aussagt über die Qualität der Fettsäure. Wichtig bei diesen Fettsäuren, ob jetzt gesättigt, einfach ungesättigt oder mehrfach ungesättigt ist, dass hier die Lipase wirken kann. Das heißt, dass die Enzyme eben diese Fette aufspalten können und damit man da diese Stoffwechselfunktionen vornehmen kann. Wir haben dann die Möglichkeit aus diesen Fetten und gerade aus Alpha-Linolensäure und Gamma-Linolensäure kann man dann die sogenannte Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure, wie wir sie in unserem Körper drin haben, wie auch die Arachidonsäure, wo das Gehirn damit aufgebaut ist, das können wir sehr schnell herstellen und das ist wichtig. Die Öle müssen über die Enzyme verarbeitet werden können. So, also da ist die übliche Qualität Öl, der raffinierten Öle, die man im Supermarkt kauft. Man sieht, das sind einige Schritte, damit man das Öl überhaupt wieder auf den Tisch bringen kann. Das ist im Biologischen, also da darf man keine Lösungsmittel dazugeben, um noch restliche Öle hinzugeben. Hier, das ist Bio, auch hier wird raffiniert und das ist dann, wie man in der Rohkost arbeitet, also man presst das Öl und mit gekühlt, damit es nicht über 40 Grad heiß wird. Und dann wird es abgesenkt und das Öl oben weggenommen, also keine weiteren Schritte. Also die so aufbereiteten Öle, die raffinierten Öle, die man im Supermarkt kaufen kann, das sind Öle, die eigentlich Abfallprodukte von der Futtermittelherstellung für die Fleischindustrie sind. Das sind Öle, die werden dann eben zuerst bedampft und die haben eine Geschmacksrichtung, die man einfach so nicht zu sich nehmen könnte. Deshalb all diese Schritte sind notwendig, um dann hinterher ein Öl, das reduziert ist auf Paraffine, dann den Menschen verkaufen zu können. Die hauptsächliche Arbeit, die man da macht, ist aber eben Futtermittel produzieren und das Öl ist der Abfall. Bei der gekühlten Ölpressung, da ist das Öl das Ziel, also das ist die Produktion fokussiert auf das Öl und der Tester, der da vorne rauskommt, das ist dann der Abfall. So, kommen wir noch einmal zurück zu den gesättigten Fettsäuren. Also 1917 zum Beispiel hat Wilhelm Norman die erste Härtungsanlage gebaut und damit konnte er aus flüssigem Öl gesättigte Fette herstellen. Also er konnte sie über Nickeloxid als Katalysator konnte er
Wasserstoffatome an diese Kohlenstoffe künstlich binden, indem man das da einem Wasserstoffmilieu ausgesetzt unter Hochdruck mit Wasserstoff und eben Nickel und Kupfer als Katalysator damit dann hydrogenieren konnte. Nun ist es nicht so, dass man einfach jetzt plötzlich alle gesättigten Fette wegwerfen muss oder giftig sind oder bösartig sind und so weiter. Nein, durch diese Hydrogenierung gibt es dann diese sogenannten Transfette. Also das heißt, die Fettsäuren verändern sich. Normalerweise kommen in der Natur nur Cis-Fette vor und die Cis-Fette, dafür haben wir den Zugang, wie man die eben verstoffwechselt in der Zelle. Über die Transfette, die kommen zwar in die Zelle hat aber den Schlüssel nicht, wie man die verstoffwechselt. Und das ist das Dramatische und das Gefährliche daran. Diese hydrogenierten Fette braucht man als Backfette, als Bratfette, als Margarine, Frittürfett zum Beispiel und so weiter. Dann gibt es teilhydrierte Fette. Nun, das ist aber nicht eine gesättigte Fettsäure, zum Beispiel von einer Kokosnuss oder Kokosöl. Kokosöl enthält hauptsächlich bis zu 60% Laurinsäure und bis zu 20% Myristinsäure. Das sind in der Natur vorgekommene Fettsäuren, die man so brauchen kann und auch verstoffwechseln kann. Wichtig aber bei diesen Fetten ist, dass sie nie erhitzt werden. Dann sind sie zugänglich, dann sind sie über die Enzyme abbaubar. Also da, wenn man sagt, gesättigte Fette seien gefährlich, dann hat man das Bad mit dem Kinde ausgeschüttet und das sollte man nicht tun. Man sollte eben gute, intakte Fette konsumieren und dann ist man auf der sicheren Seite. Also weitere Informationen haben Sie zum Beispiel auch in dem Buch Pflanzenöle als Lebenselixiere. Da haben Sie nebst dem, dass die Pflanzen und die Öle beschrieben sind, der einzelnen Öle, haben Sie auch Informationen, wie das Öl zum Beispiel ein ganz wichtiger Bestandteil ist für die Kinder. Es ist wichtig, dass eine schwangere Frau zum Beispiel genügend gute Öle zu sich nimmt. Denn die Mutter muss ja für den Embryo und für das Kind, wenn sie stillt, eben diese Arachidonsäure produzieren können, damit das Gehirn aufgebaut wird. Und das kann sie nur, wenn sie wirklich gute und wirklich verarbeitbare Öle zu sich nimmt, in genügendem Maße. Sie sehen, meine Damen und Herren, es ist sehr wichtig, über die Speiseöle einigermaßen Bescheid zu wissen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Gesundheit. Auf Wiedersehen.